So, eine Schlachtaufzeichnung haben wir. Verteidiger Jabitsche haben alle Befehle ausgeführt. Das wird dann wahrscheinlich die Schlachtaufzeichnung sein. Das wird der Kamikaze-Pilot reingekracht. Vorwärts. Bomber Wallaby hat alle Befehle ausgeführt. Und das Fähnchen bei Ho ist weg. Sehr schön. Vorwärts. Der Raumschutz bei Wallaby hat fünf neue Bomber gebaut und Angriffskreuzer. Das ist unsere neue Bomberschablone. Du sammelst dich bitte mit denen da. Und bist jetzt Bomber Wallaby 2. Und fliegst sofort nach Beethoven. Nether Region hat Verteidigungsstellung gebaut. Okay, ich nehme mal kurz die Bomber von Wallaby und schicke die nach Scurvy. Weiter. Equius hat 5 Bomber gebaut und wahrscheinlich auch gleich die Angreifer hinterher. Jedenfalls ein Teil der Angreifer. Also du sammelst dich bitte mit den oberen Angreifern. Und da unten ist der Anfang der zweiten Schablone. So, ihr seid jetzt Bomber Iguleus. Okay. Und ihr fliegt bitte nach Moltke. Innerhalb von 2 Jahren. Ja, das ist okay. Danach müssen wir gucken, ob sie genug Treibstoff haben. Und wenn ja, können sie weiter nach Bach fliegen. Oder die zweite Bombertruppe macht das halt. Da oben haben wir auch noch einen anderen Planeten. No Vacancy. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Es fand eine Schlacht gegen Nies statt. Du hast 0 verloren. Der Gegner hat 6 verloren. Sehr schön. Wir haben Ho bombardiert. Alle feindlichen Kolonisten starben im Bombenhagel. Weiter. Steppenwolf wurde kolonisiert. Kirk wurde kolonisiert. Blue Ball, Escalator, Lavacious, Nova, Skynerd. Ja, ganz viele Planeten. So. Der Transporter bei Kirk müsste nächste Runde eintreffen. Der Transporter bei Shrine braucht noch 3 Jahre. Ja, das heißt, wir können bei Kirk schon ein bisschen vorarbeiten. Wir hätten gerne, sobald die Ressourcen da sind, mehr Fabriken. Erstmal nur Fabriken. Denn Bergwerke brauchen wir nicht, weil wir die Ressourcen vor die Tür geliefert bekommen. Jedenfalls nicht so schnell. So, aber. Okay, 10 packen wir nochmal zu. So, fertig. Weiter. Wir haben Kirk unter Kontrolle, wir haben Blueball unter Kontrolle, ja, wissen wir alles. Und danach kommen bestimmt die Terraform-Nachrichten. Genau. Terraform, 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 Terraform. Kirk ist 87%. Der ist echt schick. Vorwärts. Blueball 53. Nee. Der Rest ist echt nicht so gut. So, das war's eigentlich schon mit dieser Runde. Irgendwelche neuen Dreiecke, die nah dran sind. Nö. Dann F9. 5 Schlagzugaufzeichnungen. Okay. Langstrecke wurde demontiert. Bomber Wallaby hat alle Befehle ausgeführt. Ist in Beethoven. Aber die Bevölkerung ist da wacker. Wallaby 1 ist auch noch am Bombardieren. Nether Region hat den zweiten Bombertrupp fertiggestellt. Nö, hat er nicht. Nanu? Haben wir jetzt aus Versehen. Achso, Nether Region und nicht Equeos. Ah, das ist der Transportertrupp. Ah, der braucht noch eine Weile. Ist okay. Vorwärts. Equeos hat den Bombertrupp fertiggestellt. Genau, so war das. Also, du sammelst dich bitte mit den restlichen Bombern und den Angreifern. Und du bist jetzt Bomber Ekuleus 2. Und fliegst direkt nach Bach. Innerhalb von 3 Jahren. Die brauchen hier wohl noch eine Weile. Weiter. Wir haben Tech Label 9 und Energie abgeschlossen. Dadurch haben wir jetzt die Materiebeschleuniger Nummer 7 gebraucht. Erforscht. Um die zu bauen, brauchen wir allerdings eine Raumstation. Ich wollte jetzt schon seit längerem eine neue Raumstation bauen. Aber bevor wir das machen, hätte ich gern noch ein, zwei andere Sachen, die wir dann auch gleich reinstecken. Wie neues Schild zum Beispiel, das wäre schick. Also erstmal stellen wir die Forschung wieder auf einen angebrachteren Wert, nämlich 100%. So, dann geht das Ganze ein bisschen flotter. Dann hätten wir gerne diese Runde Energie auf Level 9, damit wir
das neue Schild bekommen. Das hier wäre erst ab Stufe 14. Ist mir zu weit weg. Also ein Punkt Energie. Danach hätten wir gerne... Gatling-Geschick ist zu... Dschihad-Rakete. Nö, ich bin mit unseren drei Reichweiten, die wir momentan haben, eigentlich recht zufrieden. Danach hätte ich gerne... Genau, das neue Stargate hätte ich gerne. Und auch die Rüstung. Also, Energie diese Stufe, nächste Stufe Konstruktion. Fertig. Jetzt müssen wir nur bei allen Planeten, die wir gerade kolonisiert haben, das Häkchen einstellen, dass nur übrige Ressourcen in die Forschung gehen. Sonst werden die sich gar nicht entwickeln. Das wird jetzt eine Weile dauern. Aber was muss, das muss. Hätte ich gerne eine Voreinstellung für. Also es gibt ja auch Voreinstellungen für das hier, was am Anfang gleich gebaut wird, sobald ein Planet kolonisiert wird. Aber anscheinend gibt es keine Voreinstellung dafür, dass der Haken da auch hingestellt werden soll. Oder ich habe das irgendwo übersehen. Falls einer von euch da was weiß, immer her damit. Ich bin ja immer noch in einer Lernkurve recht weit unten, denke ich mal. Vor allem was das ganze Mini-Micromanagement angeht. Und das Rassen generieren. Aber da freue ich mich schon auf das nächste Mal. Also wenn wir dieses Mal hier gewinnen oder verlieren, was wir denn mit der nächsten Rasse einstellen, habe ich schon ein paar Ideen. Also man könnte zum Beispiel das genaue Gegenteil von dem machen, was wir jetzt gerade machen. Wir haben ja jetzt gerade eine Rasse entwickelt, die... Ups, falscher Planet. Eine Rasse entwickelt, die sich überall ausbreiten kann. Das genaue Gegenteil davon wäre eine Rasse, die kein Terraforming betreibt, die überhaupt nicht anpassungsfähig ist. Also dieser Bereich hier ist ja meinetwegen nur das kleine Fitzelchen in der Mitte. Das heißt, die haben wahrscheinlich nur ihren Heimatplaneten. Das wird dann nicht sehr viel zu tun sein, was Micromanagement angeht. Aber dafür wird der Planet irre stark sein. Weil wir halt jede Menge Ressourcenpunkte über haben, die wir dann in die... zum Beispiel, dass die Fabriken mehr produzieren, dass die Fabriken weniger kosten, dass die Bergwerke mehr produzieren und so weiter. Das haben wir hier schon ein bisschen angefangen. Aber das könnten wir dann mit den ganzen Punkten, die übrig sind, die wir halt nicht in die Anpassung stecken, dürften wir auf Maximum bringen können. Das könnten wir mal austesten. So, nur übrige Ressourcen. Ich glaube, wir haben jetzt alle kleinen Planeten durch. Sehr schön. Die Großen müssten weiterhin keine Häkchen haben. Das heißt, die schicken alle ihre Ressourcen in die Forschung. Was mit Kiche? Kiche vergesse ich immer so gerne. Nö, hat auch keinen Haken. Sehr schön. Das heißt, wir gehen weiter mit den Nachrichten durch. Wir haben eine Samenwolke zerstört. Wir haben ein Hypnobis-Square zerstört. Wir haben Trizoiden zerstört. Wie viele? Keine Ahnung. Und ein Asunder von den Russians. Und ein Dragonfly von den Trizoids. Und hier sind jetzt die Bombardierungsnachrichten. Beethoven wurden 82.000 Kolonisten getötet, sowie 70 Verteidigungsanlagen, Fabriken und Bergwerke. Bei Scurvy waren es mehr. 120.000 Kolonisten. Wow. All die Bomber sind richtig heftig. Mit einem Grund, warum man jede seine Kolonien auf jeden Fall schützen sollte mit so einem Verteidigertrupp. Sonst kommt der Computergegner einfach kurz vorbei und macht innerhalb von zwei Runden alles platt, was man in 10, 20 Runden aufgebaut hat. Vorwärts. Kirk hat jede Menge Rohstoffe bekommen. Das ist sehr schön. Kirk? So. Du kannst jetzt ganz viele Fabriken bauen. Und hast auch gleich jede Menge Kolonisten bekommen. Das heißt, du kannst die Fabriken auch gleich besetzen. Sehr schön. Ja, das wird nicht lange dauern. Der wird eher zu den Großen hier gehören. Weiter. Nifty wurde kolonisiert. Okay. Sansibar, Finale auch. Jabetscha auch. Das haben wir alle schon gemacht. Haben wir über den Haken reingestellt und es wurde automatisch eingestellt, dass sie Fabriken und Bergwerke bauen sollen. Transport Kirk hat alle Befehle ausgeführt. Der muss jetzt erstmal eine Weile da bleiben. Jetzt kommen die ganzen Terraform-Nachrichten und das war's für diese Runde. Also, F9. Zwei Schlachtaufzeichnungen. Bombay Queus hat alle Befehle ausgeführt. Moltke ist befriedet worden, wie das so schön heißt, oder auch nicht schön heißt. Du hast nicht genug Treibstoff, um da hinten hinzukommen. Das ist nicht gut. Dann flieg doch bitte mal nach Nether Region, tank dich da auf und flieg dann dahin. Nee, komm, das macht unser anderer Bomber schon. Du fliegst einfach nach Hause und wartest darauf, dass irgendein Planet in deinem Bereich hier neu kolonisiert wird. Obwohl, wahrscheinlich sind die hier schon teilweise kolonisiert. Wir sehen es nur nicht, weil wir keine gelben Scanner haben, die so weit kommen.
Aber die werden mit der Zeit ja auch aufgetucht, das passt schon. Also, du fliegst nach Hause. Barbecue hat nichts zu tun. Barbecue kriegt was zu tun. Fabriken. Hinzufügen. Bergwerk. Hinzufügen. Fertig. Wir haben super Treibstofftransporter gebaut. Das heißt, der Rest wird auch fertig sein. Großer Frachter. Du sammelst dich mit Scout, dem und dem. Und bist jetzt Transport Nether Region. Weiter, weiter, weiter. Tech Level 10 Energie. Wir haben die Bären-Neutronen-Barriere erforscht. Und Terraforming plus 11, was für uns irrelevant ist, weil wir schon 15 auf alles haben. Laserbatterie. Alle bestehenden Verteidigungsanlagen wurden auf die Technik aufgerüstet. Ein Kampf gegen 6 Asunder. Ein Kampf gegen feindliche Streitkräfte. Haben wir aber gewonnen. Planetare Verteidigungsstellungen stoppen 5,88% deiner Bomben auf Beethoven. Das war letzte Runde nicht da, also haben sie diese Runde anscheinend Verteidigungsstellungen gebaut. Das finde ich schön, dass der Computergegner so schnell reagieren kann. Aber es wird ihm trotzdem nichts nützen. Der ist jetzt bei 56.000, übernächste Runde ist er weg. Vorwärts. Bomber Equius hat Molke bombardiert, da waren wir eben gerade schon, die fliegen jetzt nach Hause. Deine Flotten haben Scurvy bombardiert. Da ist jetzt auch Verteidigungsstellung gebaut worden. Und Scurvy steht auch noch. Und anscheinend... Ne. Der hier ist auf dem Weg jetzt nach Scurvy, um die Bombe umzubringen. Alleine. Gegen unsere Flotte. Okay. Kolonieschiff wurde demontiert. Wir haben Apegio unter Kontrolle. Und ein Artefakt gefunden im Bereich Energie, 175 Ressourcen. Okay. Wir haben einen neuen Planeten entdeckt, Lincoln, 76%. Der ist ja gar nicht mehr so schlecht. Und liegt ja quasi auch vor unserer Haustür. Den könnten wir uns auch schnappen. Vorwärts. Tarton würde auf minus 1 gebracht werden können. Und Wasser auf minus 8. Nö, danke. Da drücken wir doch mal F9. Eine Schlachtaufzeichnung. Allgemein recht wenig Nachrichten dieses Jahr. Nether Region hat 2 Transporter gebaut. Macro Hard hat nicht genug zu tun. Das wird geändert. Fabriken 1, 2 mal dazu. Bergwerken 1, 2 mal dazu. Okay. Ohne Verluste haben wir den Feind besiegt. Beethoven wurde bombardiert. 28.000. Warum so wenig? Achso, weil das ja prozentual ist, größtenteils. Ja, okay. Weiter. Scurvy wurde bombardiert. Steht immer noch. Transport Shrine hat jede Menge Ressourcen auf Shrine entladen. Sehr gut. Das heißt, wir passen hier mal ein wenig unsere Produktionsliste an. Du baust jetzt ganz viele Fabriken. Du kannst nämlich 670 bemannen. Also bau mal bis zu 100. Bergwerke schicken wir nochmal 20 hinterher. Und dann kann er sich in 7 Jahren wieder melden. Weiter. Noch mehr Ressourcen auf Shrine. Ganz viele Kolonisten auf Shrine. Transportshrine hat alle Befehle erteilt. Ja. Beauregard wurde terraformed auf 78%. Makohard wurde terraformed. Ein neuer Planet. Toroid auf 45%. Wo bist du? Da hinten. Ah, weil wir den Transporter Shrine nach Shrine gebracht haben und der Transporter den Scout dabei hat, haben wir halt die gelbe Blase hierhin ausweiten können. Ja. Ich sollte vielleicht allgemein mal ein paar Scouts einfach so losschicken, um zu gucken, was hier, da und so noch los ist. Etwas mache ich mal. Equeos. Kann nichts bauen, weil er alles in die Forschung steckt. Beauregard. Du bist auch einigermaßen okay. Du hast nur keine Raumstation. Okay, lassen wir das. Die letzte Nachricht ist, Nether Region wird alles abschließen. Oh, Nether Region. Nether Region, du hast eine Raumstation. Du baust doch mal bitte. Ah, das reicht schon mal. 2 Scouts. Danach ist er für dieses Jahr auch fertig. Und danach machst du bitte Erztransformation nach Bedarf. Sehr schön. Drücken wir auf 9 und machen erstmal einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge gucken wir uns die mal wieder sehr wenigen Nachrichten an. Hm, komisch. Na gut. Also, bis gleich.